Sie sind die vorletzten Kandidaten des diesjährigen internationalen Feuerwerkswettbewerbs, Marutomaya Ko aus Japan. Am Samstag haben Sie Ihre Kunst am Himmel über den Herrenhäuser Gärten gezeigt, aber auch am Boden gab es so einiges traditionell Japanisches zu sehen. Nadja Babalola war dort und hat sich ein Bild gemacht. Kimonos, Geishas auf hohen Stelzen und ein Begrüßungskomitee aus Rollenspielern bzw. Cosplayern. Es ist nicht zu übersehen. Japan ist an den Start gegangen. Und wie schon beim letzten Mal waren die Tickets auch für diese Veranstaltung ausverkauft. Sie alle wollten sehen, was da noch so geht, kurz vor dem Finale in 2 Wochen. Marutomaya Ko zeigt es ihnen. Sie haben sich so einiges vorgenommen, wie uns das Team mit der einzigen Frau im Kader vor der Veranstaltung erzählt hat. Ich weiß, dass es schon ein Männerbusiness ist und ich habe da bei vielen Dingen nicht so viel Kraft. Ich kann da nicht so anpacken, aber ich versuche, immer die Feinheiten zu übernehmen. Das, was in meiner Kraft steht, als Frau sozusagen. Sayaka Shimada ist seit 15 Jahren im Feuerwerksgeschäft. Aufgeregt ist sie trotzdem, vor allem, weil die Umstände diesmal ganz anders sind als sonst. In Japan gibt es keinen Barockstil. Deswegen musste ich mich erst schlau machen, was Barock überhaupt bedeutet, in dem Sinne. Ich habe einige Bücher dazu gelesen und recherchiert. Dabei habe ich versucht, Gemeinsamkeiten zu finden zwischen dem japanischen Stil und Barock. Das war schon eine besondere Vorbereitung. Und das macht mich jetzt natürlich ziemlich aufgeregt. Doch mehrere Monate intensive Vorbereitung und akribische Planung des Teams hatten sich gelohnt. Dynamische Bewegung, ungewöhnliche Effekte und Hell-Dunkel-Kontraste brachten das Publikum dazu, mehrere Male Beifall zu klatschen. Auch den Japanern ist es ernst mit dem Titel. Ob sie zum Schluss das Rennen machen, entscheidet sich am 20. September.